Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Ultimate General Civil War. Mit der Union, Namesmount River, 11. April 1863. General Longstreet belagert Suffolk und wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er die Besatzung der Union bald überwältigen. Unsere Späher haben berichtet, dass die Rebellen ihre schweren Batterien befestigt haben, um den Namesmount zu kontrollieren und unsere Kanonenboote davon abzuhalten, die Verteidigung der Stadt zu unterstützen. Um die Belagerung von Suffolk aufzuheben, müssen wir diese Batterien zerstören und den Fluss für die Schifffahrt der Union wieder öffnen. Zwei Panzerschiffe werden ihn zur Unterstützung, zum Angriff unterstützen. Ich mach's mal mit dem zweiten Korb, damit da auch die Leute mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ja, hier sind die schweren, starken Geschütze. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber es zwingt notwendig, dass wir diese Batterien zerstören. Ihre Infanterie sollte sich vorsichtig nähern. Die konföderierte Armee unter Longstreet ist ein eindrucksvoller Gegner. Jawohl, da gönne ich mir nochmal einen Schluck Kaffee. Weiter. In etwa einer Stunde treffen drei Panzerschiffe ein, um ihren Angriff zu unterstützen. Es ist ratsam, ihren Angriff mit der Ankunft der Schiffe zu koordinieren. Können wir gerne machen. Was ich nur immer schon zugelernt habe, dass diese Scheißschiffe nicht so geil sind. Also die schießen ja sowas von daneben, dass man die schon fast gar nicht gebrauchen kann. Ja, also hier sind auf jeden Fall Einheiten. Und hier ist Todeszone. Ich werde hier Einheiten abstellen. Meine Kanonen werde ich hier hinstellen. Und versuchen, durch diesen Wald zu gehen. Dann müssen wir aber einen zweiten Angriff machen, dass wir das hier platt machen. Wir werden wahrscheinlich hier in diesem Bereich Einheiten haben. Und wenn wir die weg haben, können wir die quasi hier von der Seite auch noch angreifen. Hier möchte ich nicht hin, weil hier werden wir, ist auch wieder so ein Sandwich des Todes, von rechts und von links gekillt. Das ist unschön. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, ein Nahkämpfer dahin, ein Nahkämpfer dahin. Ass kommt rechts, der kommt dahin. Ich teile die mal so ein bisschen auf. Schütze, 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 Nahkampf. Ich packe rechts mehr Nahkämpfer hin. Dann, das kommt dahin. Start und Pause. Was ist das? Batterie einnehmen ist klar. Debing vernichten, Dribbling. Was ist das? Eliminieren. Das sind Einheiten, die wir eliminieren müssen. Na gut. Bestimmt entweder Infanterieeinheiten oder sehen wir ja gleich. Abadabada. Hier geht erstmal dahin. Haben ja Zeit, ne? Ist ja alles gut, haben wir ja keinen Stress. Gehen wir mal ein bisschen safer hier lang. Du, geh mal da. Ich zieh die hier so rum, aber wir müssen ja erstmal in den Wald rein, ne? Ah, hier sind sie auf jeden Fall. Vielleicht. Nee, wir warten noch. Wir warten bis hier. Die beiden greifen direkt an. Die drei werden dann unter Feuer stehen.
Ah, von da. Ja gut, dann schießt mal. Wenn wir uns eh schon sehen, weißt du was? Packe ich da die Kanonen schon mal nach vorne. Die brauchen eh immer am längsten. Dann können die auch da schon mal mitmachen. ...45 Minuten haben wir noch. Wir sind zu schnell in der Bewegung. Ich glaube, so, wenn meine Kanonen stehen, dass ich hier Deckung kriege, gehen wir links schon mal los. Das der kann ja auch schon mal rüber rennen. Der Hass auch, ist ja eh schon gesichtet. Da können alle rüber eigentlich. So, so. Ja, da sind sie. Lauf, mein Freund. Lauf. Lauf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass links das offen ist. Genau. Elfmann hat da schon verloren. Eine halbe Stunde haben wir noch. Alter, hier ist wirklich keiner. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na doch, hier in dem Wald ist einer. Ja, es sind doch sogar gute Einheiten. Sternchen 2. Wenn sie jetzt schön von der Seite ein abkriegen. Ja, ziehen wir so ein bisschen nach. Oh, es muss von vorne aber auch was kommen. Feuer. So, komm rüber. Komm rüber. 23 Minuten noch. Da haben wir Kanonen. Rüber. Rüber zu den Kanonen. Die müssten sterben. Oh, oh, da sind noch mehr Einheiten. Halt. Ich will erstmal wieder. Hier kommt man näher ran. Charge. Ah, es ist doch da einiges los. Super, die laufen weiter. Und 30er, du bist ganz schön killgeil, mein Freund. Halt und schießen. 10 Minuten noch. Ich schick sie vor. Unterstützt die da hinten. Weiter. Schließt die Lücke. Weiter. So. Pause. Wir müssen jetzt da die Dosenöffner spielen. Komm mal weiter ran. Hier. Links interessiert mich jetzt ein Scheiß. Hab ich jetzt die Kanone? Ja. Hier auf Law. Law muss sterben. Law muss sterben. Law muss sterben. Feuer auf Law. Auf Law. Weiter.
ja auch gleich verrecken. Er kriegt es gleich von drei Seiten hier. Ich versuche mal einen Nahkampf mit Hass. Was ist denn los? Oh Gott sei Dank, ich dachte, die kriegen Verstärkung, Alter. Ja, Panzerschiffe, hey, sie beginnen zu feuern und treffen nicht. Yippie-aye, Schweinebacke. Ihr Knalltüten. So, weiter, weiter. Lieber hier, ja. So. Voll drauf da. Halt. Ah, schon zu weit vor. Hass kommt einfach nicht an. Halt, hol den von der Seite, verdammt. Und rein in den Wald ist unser Wald. Rein in den Wald. Mein Wald. Ganz einfache Kiste. Hintersetzen, komm. Wo ist mein Moralapostel? Hinter. Ja. Und halt. Nicht in den Nahkampf gehen, schießen. Ah, er läuft. Der Reinhass. Gut, der läuft. Das heißt, der kann weiter. So, kann auch weiter. Motivationsmann, zurück. Kanonen müssen nachziehen, Kanonen nachziehen. Munitionswagen nachziehen. Warte mal ganz kurz. Das Spiel, ich sag das Spiel schon. Tja. Meine Maus ist so gut wie alle. Und die Logitech Performance Maus hat mich hier quasi gerade aus dem Spiel auf mein Desktop geworfen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Und ich hoffe, ihr habt nicht gesehen, dass hier gerade ein Symbol kam auf mein Bild quasi. Hey, Alter, die Batterie ist alle. Ich spiele mit Funkmaus, weil Kabelmäuse regen mich seit Counter-Strike-Zeiten auf. Weil ich immer irgendwo hängen bleibe und dann raste ich aus. Darum habe ich eine Funkmaus. So. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir mal, was ihr für Mäuse benutzt. Vielleicht habt ihr eine gute. Also ich habe so eine alte Logitech Performance MX-Maus. Ich sage immer, meine Hand liegt wunderbar drauf. Das ist so wie so ein C-Körbchen. Das ist richtig gut für die Hand, finde ich. Falls ihr da eine andere Meinung habt oder eine bessere Maus, also ich müsste mir mal demnächst mal eine neue kaufen, glaube ich. Die hält nicht mehr so lange aus. Ist auch schon ein paar Jahre alt, ne? Soll ja auch ein bisschen was halten, wenn man was kauft. Man will ja nicht gleich nach zwei Jahren wieder eine neue Maus kaufen. Dann kommt man näher ran. Und ihr kümmert euch so ein bisschen wieder. So. Der kriegt hier aber mächtig Druck. Hass, komm mal wieder her. Oder komm mal von der Seite, Hass. Ich wollte nur, dass die Kanonen näher rankommen. Müsste aber auch reichen. Dann gucken wir mal, dass mit den Kanonen jetzt immer gezielte Angriffe führen. Zum Beispiel auf den Longstreet. Nein, nicht auf Longstreet, sondern auf die Einheit. Entschuldigung.
Los, Hass! Ich hasse sie! Töte sie! So. Der kann ja weiter rein. Soll jetzt einfach nur reingehen. So, halt, feuern. Ach scheiße, jetzt auch im Nahkampf gehen können. Ist egal, nicht zu spät. Position. Ah, die ziehen sich beide zurück. Arschlöcher. Komm da mal hin, Sherman. Wir haben das Fort nicht eingenommen, wir haben die Leute nicht gekillt. Ups, halt, halt. Ah, warte mal ganz kurz. Stirpling, Keski, Deering. Das sind die. Die müssen die Kanonen kaputt machen. Aha. Gut zu wissen. Rein da. Ah, leider ziehen sich da meine Leute schon wieder zurück. Ah, die Kanonen kommen, ne? Lasst sie nicht entkommen, verdammt! Sie entkommen! Kanonen! Weiter ran! Ah, das war's. Weiter kriegen wir sie nicht. Ja? Sind da alle auf dem Haufen, alter Schwede. Nee, komm mal nicht hin, Scheiße. Ja, da gehe ich jetzt nicht hinterher. Da sterben mir meine Leute wie die Doofen. Kann ich sie bestimmen? Nee, kann ich nicht bestimmen. Nicht bestimmen. Ja. Aber mit den Kanonen, meinen Kanonen kann ich ja sagen, Feuer auf die anderen Kanonen. Da dürften sie ja wie die Fliegen sterben, hoffentlich. Und ihr schießt mal auf die da, damit die da vielleicht aufgeben und abhauen. Na komm, das können wir vielleicht noch machen. Das wird Zug. Alter, da kommen gerade Motivierte. Attack!
komm, ich zieh's zurück. Du hast Feierabend. Ja, stell ich da mal so hin, damit ihr nicht im Weg rumläuft hier. Geht auf Feierabend, ihr habt, seid zu sehr geschwächt. Die Kanonen schießen noch, sie sind motiviert, verdammt. Oh, dass die einfach nicht sterben, ey. Einer fehlt noch, einer fehlt noch. Wer hat noch, die letzte Kanone hat 275 Mann. Aber die haben, und jetzt haben wir es geschafft. Aber es ist ja gerade so eine gute Lage, wir müssen nur die töten. Und erst dann können wir zu den Kanonen kommen. Dass die alle so motiviert sind, verdammt. Geht doch mal nach Hause. Ich lasse euch doch alle entkommen. Glaubt mir doch, ich lüge euch doch nicht an. Naja, komm mal auf die Leute da. Nicht, dass sie motiviert jetzt nur mal hier einen Gegenangriff machen oder so. Ich bin echt gerade im Überlegen, ob ich da in Nahkampf reingehe. Komm. Wenn wir zwei Nahkampfeinheiten sind, nah beieinander. Dass wir von hier aus schießen können, quasi. Das war eine gute Idee, war. Ja, haben sich glaube ich alle gegenseitig blockiert, meine Leute. Da durch. Kanonen da in die Ecke, verdammt. Ist da aufgeladen? Attacke. Nee, die laufen nicht weiter. Feige Schweine. Ist hier kein Übergang? Nee. Jetzt laufen gleich meine. Spot. Oh, so schön.
Zitteraal. Da zittern die Einheiten, verdammt. Blockiert. Charge. Aber wir haben ihn doch trotzdem vernichtet. 5000 Mann verloren. Ich glaube, mit der ganzen Aktion hätten wir uns auch wahrscheinlich nochmal 1000 Mann sparen können. Wie viele haben wir durch diese Mission eingenommen? Ja, ein bisschen Minusgeschäft. Das war jetzt nicht so schön. Und ich gebe jetzt trotzdem das Geld trotzdem nochmal hier auf Medizin. Weil wir brauchen einfach Leute. Ist nächstes Mal schon die große Schlacht oder haben wir da noch sowas Kleineres? Belagerung von Suffolk oder Suffolk, egal. Entschuldigung, dass ich gerade ins Mikro gekommen bin. Ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee und werde mir überlegen, ob ich das gleich angehe oder mir aufhebe für die nächsten Tage. Ihr werdet es auf jeden Fall in den nächsten Tagen sehen, die Belagerung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. No. Wenn ihr für die Union seid, generell, ne, für die Rechte, von, für die Freiheit von, oder gegen Versklavung seid, ne, für Freiheit, für alle, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Ich kämpfe für euch, ich kämpfe für uns alle, ich kämpfe für die Freiheit. Ja, ich kämpfe. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.